Im neuesten geheimen Update hat Treyarch einfach alle Speicherplätze gelöscht. Dankeschön. Dankeschön. Und in diesem Video siehst du meine Live-Reaction, ob es wirklich weg ist oder nicht, und ein paar Worte dazu. Und damit ein wunderschönen, ihr Lieben, der Daniel immer wieder am Start. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, liebe Leute, ich war gerade beim Review von Stalker 2. Da war ich auch schon eher ein bisschen negativer eingestellt. Aber das kommt morgen, das Video. Ja, als ich das also so bearbeite und dann noch kurz was erledigt habe, sehe ich dann auf einmal von Mr. Rufflewaffles ein Video, wo er das mit dem Save-File schreibt. Und ich dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ich habe es mir nicht weiter angeschaut. Ich dachte, ich teste das jetzt selber und wir schauen uns das jetzt an. Was ist denn das, Alter? Hell's Cleaner? Safe Hell? Bruh. Ich werde ab jetzt jeden einzelnen Glitch abusen, der einen Highruns oder so verschafft. Ist mir scheißegal. Ist mir komplett kackegal. Aber so eine asoziale Dreckscheiße, was Treyarch und Activision da gerade macht, ist einfach das allerletzte. Wirklich das allerletzte. Wie viele Stunden Zeit habe ich in dieses Game, Runde 169 oder was war mal? Wie viele Stunden habe ich da rein investiert? Was zum Verdammten soll das? Erstens mal, ein Solo-Match nur speichern ist die größte Frechheit überhaupt. Ja, bei die Server, die eigentlich haben. Dann, dass wir ins Solo laggen, ist die nächste Frechheit. Dass wir nur 15 Minuten pausieren können? Was? Dass wir gekickt werden, obwohl wir gerade im Ingame-Menü Einstellungen vornehmen. Und jetzt ist einfach unser World Record Run weg. Danke, Treyarch. Mit euch. Mit euch in euren ekelhaften Scheiß Corporate Suit Arsch. Ja, liebe Leute, lasst doch auf jeden Fall eine Bewertung fürs Video da, wenn euch das auch anpisst. Ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst unsere Stimme erheben, ja. Wir können uns das nicht mehr gefallen lassen. Wir müssen irgendwann mal was dagegen tun. Ja, und wenn es ist, dass wir Videos machen und darauf aufmerksam machen, dass die nicht weiter mit so einer Scheiße davonkommen. Weil was ist das, worauf ich mich am meisten aufreg in Videospiele? Der mich schon länger kennt, der weiß es. Systematisches Zeitverschwenden der Devs an uns. Und das ist, also, das ist ja der Inbegriff von Zeitverschwenden. Der Inbegriff. Überleg mal, jetzt war ich nur auf 169. Es gibt Leute, die waren auf 500, auf 600. Und werden jetzt durch so eine Scheiße bestraft? Machen einen kompletten Wipe? Dann schauen wir doch mal ganz kurz hier. In die Barracks, in die, machen wir es hier, Stats, Leaderboard. Ob es da noch drin ist? 165, aha. Mhm. 165, nicht 169, 165. Mhm. Was kriegen wir da für eine Scheiße? Für ein Free Bundle? Wieder irgendein Scheiß. Die, ihr wisst schon was. Ja, Dreck oder was? Ah, okay, das ist cool. Alter, wirklich mind blown. Wie man so
inkompetent sein kann. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Nimm unser Game weg und Hauptsache ein neues Store-Item ist drin. Und dann auch noch so eine hässliche Scheiße, Alter. Schau mal das an und dann geht der automatisch so und dreht sich nach oben, Alter. Nicht mal das kriegen sie richtig hin. Nicht mal das kriegen sie richtig hin. Junge, 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 Junge. Ja, liebe Leute, das war's. Das war's. Wie gesagt, das Schlimmste ist halt auch, dass es so diese Shadow-Updates sind. Und bisher hat uns dieses Shadow-Update nichts Positives gebracht. Uns wurden unsere XP-Tokens weggenommen, die wir selbst verdient haben oder sogar Geld dafür gezahlt haben, ja? So. Dann wurden Sachen genervt, die cool waren, wie zum Beispiel die Bootstrategie. Waffen wurden genervt, obwohl die Waffen absolut grottenschlecht sind und jede einzelne einen Buff nach oben braucht. Dann wurden gewisse andere Sachen gepatcht, die auch Spaß gemacht haben. Wie zum Beispiel die Glitches. Warum machen die Spaß? Weil Treyarch inkompetent ist und uns kein Mulekick gibt. Deswegen mussten wir einen Glitch machen, der Spaß gemacht hat, um 3 Waffen zu kriegen. Haben sie uns auch weggenommen, aber kein Mulekick eingeführt. Scheißegal, ob es jetzt in Season 1 kommt oder nicht. Und dann nehmen sie uns unser Save-File weg, wo wir eh nur auf 1 begrenzt haben. Wo wir viel Zeit und Arbeit rein investiert haben. Ohne irgendwas. Wir kriegen keine Cod-Points dafür. Wir kriegen kein, ey Leute, wir stellen das wieder her. Nö. Nö, machen sie nicht. Den hier kriegen wir. Quer, von hinten rein. Ohne Diddler-Elixier, nämlich die Loop. Das Baby Oil. Das brauchen sie nämlich selber für ihre eigenen FOs. Angeblich. Angeblich. Allegedly. Allegedly. Ach Gott, kotzt mich das an. Schau mich hier, dieses Hitlist-Event ist mir gerade absolut egal, ja, dass man da Cod-Points kriegt. Habe ich mir schon immer mal gewünscht, dass man auch sowas da verdient, aber hey, who cares? Who gives a fuck? No one. Außer die üblichen Bots. Und wer sowas verteidigt, wer das verteidigt und wirklich sagt, ja, aber das und das war der Grund, halt dein Maul, Alter, und verpiss dich. Du hast hier nichts zu verlieren, wenn du so etwas verteidigst. Verpiss dich. Einfach knallhart, verpiss dich. Aber ich weiß ja, ihr Leute da draußen, ihr seid ja normal. Ja. Mir verschlägt gerade wirklich die Sprache. Und ich habe keine Brownies oder so gegessen. Ne, ne, im Gegenteil. Sharp as a fox, Alter. Sharp as a foxy, Mann. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's. Lasst eine Bewertung fürs Video da, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, seid ihr auch angepisst? Abonnieren und das Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr immer mit, wenn wir live gehen oder ein neues Video rausfetzen. Und ja, tut mir noch einen Gefallen, teilt das Video. Teilt die anderen Videos auch, denn YouTube ist gerade auch auf einer kleinen Vendetta gegen, sage ich mal, nicht nur uns, aber gegen viele Creator, die sich halt für wahre Gleichberechtigung aussprechen. Jeder, der den Channel länger kennt, der weiß genau, worum es geht. Grüße gehen raus auch an Chaos Fraktal. Aber ja, ich arbeite, by the way, immer noch an meinem Aether-Story-Zombie-Video, ja, über Eddie Richthofen. Dieses Video dauert aber noch ein bisschen, ja, weil ich lasse mir da wirklich Zeit. Ich bin alleine am Editing etc., alleine an der Recherche und es dauert einfach, weil ich will euch da was Gutes präsentieren, inklusive auch meiner Vermutungen, wo die Reise hingeht etc. Das heißt, wer Bock auf die Story hat oder wer allgemein noch gar keine Ahnung von der Story hat, der ist auf jeden Fall hier auch richtig aufgehoben, ne? Einfach ein bisschen Zeit geben. Wie gesagt, wenn ich irgendwann mal es mir leisten kann, einen Editor zu engagieren, dann gibt es solche hochqualitativen Videos natürlich oft, ja? Und vor allem öfter. Aber alleine ist es halt schwierig. Ich bin wirklich den ganzen Tag nur für euch hier machen. Ich mache mehr oder weniger fast nichts mehr mit Freunden und sonst was, weil ich euch einfach einen geilen Content bieten möchte. Und es ist halt einfach, du musst dranbleiben, wenn du sowas machst, musst du dranbleiben. Und das machen wir. Wir lassen uns natürlich nicht von so einer Kacke jetzt unterkriegen. Im Gegenteil,
Wir erheben unsere Stimme, wir reden darüber, wir geben das kund und am Ende werden wir trotzdem hier diesen scheiß World Record aufstellen. Zumindest möchte ich nach oben spielen. Ist mir egal, ob ich den World Record halte oder nicht. Weil mir gefällt die Reise dahin und ob ich es schaffe. Es ist auch kackegal, ob man da offiziell disqualifiziert wird. Das ist ja kein offizielles Event. Das sind ein paar Leute, die das machen. Es gibt keine offiziellen Regeln etc. pp. Das sind ja alles, also was sind schon offizielle und inoffizielle Regeln, ne? Also wieder Thema für einen anderen Abend. Aber ja, also keine Sorge, diejenigen, die diesen World Record Run weiterhin sehen wollten, der kommt irgendwann wieder. Aber jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust darauf. Es gibt noch so viel anderen Content. Wir werden die nächste Zeit wahrscheinlich erstmal die ganzen Camos für Nebula farmen. Dann kommt DLC 1 jetzt bald raus. Da wird auch wieder gelivestreamt den ganzen Abend, den ganzen Tag, bis wir das Easter Egg haben. Ich werde euch die Guide sofort fertig machen, dass ihr das Easter Egg da machen könnt. Und ja, liebe Freunde, wir haben noch andere Sachen geplant, nämlich Easter Egg mit Noobs, Easter Egg mit Freunden und irgendwann gibt es auch eine Open Lobby, da könnt ihr mitspielen, wenn ihr Bock habt. Aber wichtig, wer da mitspielen möchte, bitte unter jedem Video kommentieren, denn da kommen wirklich nur Leute rein, die unter jedem Video kommentieren, die sich mit einbringen etc., weil ich finde es einfach unfair, wenn ich dann irgendwelche random Leute nehme, die erst seit kurzem dabei sind oder vielleicht einmal im halben Jahr unter die Videos kommentieren, ne? Also das müsst ihr euch schon bewusst sein. Ich bin da schon fair, was das anbelangt. Aber ja, liebe Freunde, ich wünsche noch eine wunderschöne Nachttag. Was sonst bei euch ist, haut rein, bleibt anständig und wir rollen Treyarch auf die Müllhalde. Und das Outro.